Ich bin immer wieder begeistert von den vielen Vorschlägen, die wir für die Alltagshelden bekommen. Sie zeigen die große Hilfsbereitschaft, die breite Hilfsbereitschaft in allen Bevölkerungsgruppen in dieser schwierigen Zeit. Schwerpunkte dieser Hilfsangebote sind Masken zu nähen, viele Masken zu nähen, von Hand zu nähen logischerweise. Und ein weiterer Schwerpunkt ist, Menschen zu helfen, die nicht selber einkaufen können, die nicht selber Besorgung machen können. Und was mich besonders freut, es sind meistens junge Menschen, die älteren Menschen helfen und damit die Solidargemeinschaft in unserer Stadt stärken. Heute habe ich die Ehre, 4 Menschen auszuzeichnen. Zunächst mal ist es Beate und Lena Ruiz-Martin, Mutter und Tochter, die über 200 Sträuße selbst zusammengestellt haben und die in 3 Pflegeheimen übergeben haben. Ich selbst war dabei bei einem Pflegeheim und habe gesehen, wie sehr sich gerade die Menschen, die heute momentan in einer ganz schwierigen Situation sind im Pflegeheim, wie sehr sich gefreut haben. Mein zweiter Vorschlag ist Anni und David Tursk. Diese beiden haben einer 82-jährigen Dame beim Einkaufen, bei Besorgungen geholfen, für viele, viele Tage. Und die Dame hat sich unheimlich darüber gefreut und diesen Vorschlag gemacht. Dann Grit Bölke und Senta Back. Diese beiden haben 120 Masken genäht, von Hand logischerweise, und diese Masken an Kinder übergeben. Auch ein ganz besonderes Dankeschön an die beiden. Und schließlich etwas ganz Besonderes. Nicht nur Junge helfen Alten, sondern auch eine ältere Dame, 82 Jahre jung, hat sich nicht leben lassen, Masken zu nähen und die der Stadt zur Verfügung zu stellen. Bei allen möchte ich mich sehr herzlich bedanken und gleichzeitig alle Bürger animieren, weiter in dieser schwierigen Zeit zusammenzustehen und diese Alltagshelden zu melden. Wir sind gerne bereit, dann diese auch entsprechend auszuzeichnen. Vielen Dank.